Da sind wir dabei. Das ist prima. Ich hätte was Besseres gehabt, so, ja, ich auch. Da gleich an ja. zu reden. Warum habt ihr da? Ja, dann mach, du deinen nee. Auch. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Doch, kann Simon machen. Nee. Ich habe nur die Gelegenheit genutzt, weil da so ein betretenes Schwein genutzt, ja. Das ist Neudeutsch für genutzt. Was habe ich eigentlich für einen Stuhl? Ich habe nichts dagegen, aber er ist schon der bequemere. Wir sind auch, also generell, wie wir auf diesem Bildschirm da aussehen, ist da so ein Horrorspielfilter drüber? Wir haben alle eine ganz ungesunde Hautfarbe und generell. Das ist aber auch komisch. Diese ungesunde Hautfarbe, das ist, passt natürlich auch zum Spiel. Ja, ich mache das auch immer so, also da ich ja häufiger dann vor der Kamera bin, wie wir alle, anstatt mich gesünder zu ernähren, lasse ich einfach die Farbtemperatur ändern von der Kamera. Immer wärmer machen. Bisschen mehr Rot rein. Ich mag es aber, weil du ein bisschen weiter hinten sitzt und dein Stuhl viel niedriger, siehst du viel kleiner aus als wir. Ja. Das gefällt mir ganz gut. Wir sind aber eigentlich alle gleich groß, 1,90. Das sind alles Perspektivendings. Auch die Scheiben sind beide genauso hoch. Es ist nicht so, dass die hier viel höher ist als die anderen. Ja, stimmt. Ach, also, warte mal, da oben. So, genau so hoch. Oh Mann, ey. Das okay, sieht dann man das drei Dumme schon geklärt. Und eine Kamera. Sieht so aus, als wäre die niedriger, ne, bei Gregor? Also, ja, Silent Hill, auch vor der Kamera. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind das letzte Mal beim Hotel angekommen. Ja. Kannst du erinnern, Fabian, du bist dann immer zum Licht hin über den See gerudert. Ja, wir haben das Hotel gefunden, haben dort, können aufs Ingame gerne auch mal raufgehen, haben uns dort mit der kleinen Laura ausgetauscht, die anscheinend auch hier mit Mary zusammenkommen will. Die sucht einen Brief von Mary, den sie verloren hat. Und ich glaube, wenn wir das wieder abwechselnd machen wollen, müsstest du dran sein, Simon. Aber wir können gucken, wer wie vor spielt. Ich bin schon wieder dran, aber ja, klar, kann ich machen. Dann gebe ich dir mal rüber. Okay. Wie wollten wir jetzt mit Ingame-Tipps umgehen, die über den Chat kommen? Weil nämlich Michael Hahn gerade schreibt, dass wir noch draußen die Brunnen untersuchen sollten, bevor wir das Hotel erkunden. Na, dann sollten wir das machen. Jetzt sind wir noch Wenn der Michael das sagt, also. Ja. Aber wir können das. Spät. Ist das die Ausgangstür, während draußen jemand seinen Pudel füllt? Ich will mal kurz Bescheid sagen, dass die Kollegen mal ihre Kettensäge abschalten nebenan. Ja. Es gibt dem Ganzen aber schon eine gewisse Stimmung hier. Das ist Kettensäge. Ja, natürlich. Ich fände das, also wenn du eh so ein Edel-Let's Play machst, wo einfach Leute kommen und Bauarbeiten machen, also bewusst, ne? Genau. Das ist dieser Industrial Touch. Ja, wenn jetzt Leute hinter mir so ein Stahlgerüst oder die nehmen hier all die Sachen weg und mal ersetzen es durch Stahlgerüst, das wäre mal schön Meta. Zwischen der Kamera verrostet alles dann, zwischen den Werbepausen. Da haben wir sicher noch welche im Keller liegen, ja? Von der großen Flut damals. Oh. So, ein Zettelchen. Mr. James Sunderland. Das Videoband, okay, da müssen wir natürlich hin, ins Büro im ersten Stock, das ist klar. Nee, ich glaube, wir können hier nicht mehr raus. Ich habe jetzt einmal alles abgesucht. Alles Gebäude natürlich. Ui! Oh, was ist das? Das denn? Das ist ja wieder eine Bosse, ne? Ich kam gar nicht weg. Das war der Zwischenboss, den wir einmal angehauen haben. Guck mal, da waren wir schon durchgelaufen und jetzt sind der Gegner auf einmal. Eieiei, den haben wir schon mal getroffen. Das war ich der kann nichts erkennen. Ich sehe nichts. Und da kommt sein Freund. Guck doch nochmal nach. Bei Angela. Alter, ich kann wirklich nichts sehen. Mann, Ziel! Ich hab's nicht gesehen, ne? Hast du gesehen, dass der von unten da hochkam? Das ist generell schwer zu erkennen. Ja, ich sterbe jetzt gerade. Das ist ja wirklich scheiße. Wir haben ja gerade gespeichert. Ja. Ja, aber komm, wir spielen schon richtig. 8 von den Dingern, das reicht doch. Ich sehe es nicht. Ich sehe wirklich nichts. Kannst vielleicht. Okay, ich muss halt wirklich auf der spielen. Auf dem Vorschau-Monitor. Ach komm. Möchte alle, die jetzt mega. Du hast, glaube ich, auch das Licht ausgeschaltet, oder? Alter! Jetzt aber, das ist der Todesschrei, ich habe ihn gehört. Ist das wirklich so? Ich glaube ja. Oh ja. Ist das erste Mal, dass wir sterben? Ich glaube schon. Ich habe den Screen noch nie gesehen. Also noch nie. Ich mach weiter, oder? Laden. Laden. Mach mal laden. Ja, ich weiß nicht, ob weiter. Bin ich gestorben vorher? Ah, das kann schon sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, bin ich einmal gestorben oder war es in einem anderen Spiel? Wo sollte es anders sein als bei mir? Ich erinnere mich, genau. Wir sind hier nämlich letztes Mal sehr schnell durch die Räume, weil wir den Safe finden. Ja. Genau. Zum Abspeichern meine ich nicht den Safe, sondern. Also, da gehe ich jetzt erstmal nicht mehr lang. Da ist eine rechteckige Vertiefung. Platz der Prinzessin. Ja, wir haben doch noch nichts. Brauche ich also nicht. Das ist mal wieder ein Gebäude mit 5000 Türen. Aber hier sind wir wirklich gar nichts. Also es ist wirklich sehr schwer.
hier was zu erkennen. Also ich habe uns die Aufnahmeleitung im Fernsehen noch mal heller machen können. Wir bekommen ja nie Fernbedienung hier. Seht ihr das echt so extrem schlecht von euch? Nein, ich habe gerade gar nichts gesehen. Bei mir geht es einigermaßen. Es geht halt. Ja, du hast den Spiegel wahrscheinlich, den Spiegeleffekt so sehr. Weil die Perspektive. Also ich sehe euch alle drei und den Hintergrund und die Lichter. Ich sehe Gregor ganz gut, weil er so ein helles Shirt anhat. Ach, das will man ja, danke, wenn man Resident Evil spielt. Das Spiel ist ganz gut, aber ich sehe Gregor nicht. Sag mal, wenn ein Vampir ein Let's Play macht, ist in Kamera funktioniert auch über Spiegel, wo das Bild nochmal gedreht wird. Können Vampire Let's Plays mit Facecam machen? Gute Frage. Weil das geht ja auch dann durch Spiegel dann durch. Die können keine Influencer werden, glaube ich. Nee, ne? Also die können auch keine Fotos am Strand machen. Zwar in der Nacht, aber da sieht man sie ja nicht. Ja. Das sind interessante Fragen. Das ist eine interessante Hinsicht. Frage. Aber für die Kids von heute. Vielleicht gibt es auch ganz viele Filme, die eigentlich Vampirfilme sein sollten. Wir wissen es nur nicht, weil man die halt nicht sehen kann im Film. Und ein Vampire von seit 20 Jahren glitzern die ja im Licht und sterben nicht. Das wissen wir doch. Oh, ich muss gerade an Nosferatu, kennt ihr natürlich alle, ne? Mhm. Klar. Geil, oder? Da könnte man mal ein Videospiel draus machen. Ja, ich weiß nicht, ist der Film nicht nur. Ist eigentlich nur Dracula. Genau, ist so eigentlich der Dude, der einen Film machen will, mit diesem Typ, der eindeutig Dracula ist. So, oder? Okay. Ja, der den Mythos nochmal anders. Fand ich aber cool. Weil der war irgendwie. Das ist super creepy. Das ist auch Kinski, oder? Das Remake ist mit Kinski. Remake, ja. Ja, ich finde beide gut. Ich finde beide super. Okay. Hier war jetzt aber nichts mehr. Sieht auch nicht so aus. Es gibt ja Nosferatu für Super Nintendo, wenn der Chat sich gerade drüber unterhält. Das ist so ein Sidescrolling, sehr schlechtes Sidescrolling-Jump'n'Run. Ist das ein bisschen so schlecht? Ich kann mich erinnern, das mal gespielt zu haben. Steuerung sehr verquert. Sieht so Prince of Persia-artig aus. Ja, so ein bisschen mit Punchen und alles. War nicht geil. Hat aber nichts mit Nosferatu an sich zu tun. Erstmal noch den Cloakroom, ne? Was war denn im Cloakroom nochmal? Warum wollten wir da hin? Da packst du deine Umhänge da rein, oder? Wir hatten doch, habt ihr das schon besprochen, gerade während ich weg war, dass wir den Schlüssel bekommen haben für das Zimmer, wo wir gewohnt haben? Besprochen haben wir es nicht, aber das haben wir beim letzten Mal gekriegt, in 301, 302 oder so, drittes Stockwerk. Müssen wir natürlich auch erstmal hin. Können wir es mal ausprobieren? Oh, jetzt explodiert hier das. Ich weiß nicht. Die Helligkeit. Fängt schon an, dass ich nicht mehr weiß, wo ich das Menü des Fernsehers aufrufe. Ich drück mal den Netflix-Button. Ich probiere das jetzt mal, Simon, ja? Ja. Okay, jetzt da ist ein Schraubenschlüssel. Wollen wir einfach ein bisschen was gucken? Das ist ein Schraubenschlüssel. Wollen wir was gucken? Ja, gucken wir mal den Silent Hill-Film. So, ich mach mal für alle da draußen, spiele ich mal weiter, weil ich kann das. Auch nur, wenn ich nur die Hälfte vom Spiel sehe. No problem at all. Auf 70, kommt da leider nicht. Kannst du auf. Da ist es. Ach so, das ist vordefiniert, ne? Aha, weil das Spiel ist, ne? Wir können im Spielmodus also keine Helligkeit ändern. Ich sehe nichts. Das ist jetzt echt ein schlechter Moment. Es ist immer noch ein sehr schlechter Moment. Okay. Ich glaube, wir müssen es so lassen, wie es ist, ehrlich gesagt. Eieiei, da war. Ey, diese. Wir spielen auch. Er ballert dich! Er ballert dich! Du hast doch auch mal gesagt, dass die Schrotflinte immer so lang brauchen. Ja, das ist super. Ein mal das Rifle eine furchtbare Dreckswaffe. Statt der Schrotflinte, das Hunting Rifle. Ja, aber die ist ja komplett nicht benutzbar, habe ich das Gefühl. Ich habe irgendwie 10 Sekunden Zeit. Er tendiert zu blockieren oder nicht zu schießen, wenn man zu nah dran ist am Gegner, warum auch immer. Gerade eine Schrotflinte sollte doch eigentlich genau so funktionieren. Okay, ich guck mal, ich drück das. Okay. Na, okay. Gucken wir mal, hoffentlich sind die jetzt nicht direkt vor mir natürlich! Mann! Ach komm! Oh, es ist wirklich nur noch frustrierend gerade. Wie er wirklich einfach direkt davor steht. Was soll man denn da machen jetzt? Kannst du drum herumlaufen? Der wartet da jetzt auf dich. Einfach an ihm vorbei, dann meinst du? Oder vielleicht einen anderen Weg nehmen? Vielleicht gibt's, weil es Hotel ist, dass du nochmal irgendwie von der anderen Tür da durch kannst. Nee. Nee, geht's nicht hier im Viereck drumherum? Nee, das ist zu, ne? Sieht nicht so aus, ne? Wo wolltet ihr hin? In den Cloakroom, ne? Naja, nein, da waren wir schon. Ja, eigentlich müssen wir in den dritten Stock. Vielleicht können wir erstmal dahin und dann andere Räume aufmachen, aber ich weiß ja auch nicht.
Okay, schon lange her. Aber ich meine, wir werden jetzt nicht die ultimative Waffe finden, glaube ich. Also ich muss da ja rein. Na gut, okay. Ich kann auch erstmal in den ersten Stock. Auf jeden Fall, du kommst irgendwie zu der Tür, wo wir hin müssen. Und dann, du hast aus Versehen den Skarabäus und die goldene Stecknadel vergessen. Ah, okay, hier natürlich. Haben wir keinen Schlüssel. Ja, okay. Ja, geht nicht anders. Kurz mal gucken, wenn ich hier runtergehe. Machen wir mal kurz. Oh, ist das? Das ist das erste Mal, dass hier wirklich. Komm, ich mach die jetzt von hier. Mit ein bisschen Trickserei. Das erste Mal, dass man jetzt irgendwie. Wo sind sie? Angst hat, oder? Also. Ja, weil es. Die auch einfach sehr viel Schaden machen können. Und man sieht auch sehr schlecht. Frage ist, wo sie jetzt entlang laufen. Oder was sie machen. Nee, er macht auch kein Auto-Lock-On-Scheide, leider. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Einer. Ein Schnappi. Fuck, was mache ich damit? Das ist wirklich schlimm. Guck mal, es scheint da wieder raus. Schon lustig. Gunnar schreibt im Chat gerade, dass wir verpasst hätten, wie Mary an der Treppe nach James ruft. Ja, aber spoilt mal bitte nicht, Leute, ne? Boah, Mann. Das ist aber normal hier. Die kannst du kicken jetzt schon, ne? Oh, wirklich? Oh, nee. zu lang der Lauf. Krass, das ist gerade richtig intensiv. Das habe ich nicht gedacht, dass das so einen Schwenk noch mal nimmt. Das war bisher so easy. Ein bisschen besser? Ja, danke, es ist viel besser. Ich glaube, ich muss nur lernen, mit der Schrotflinte besser zu ballern. Ich glaube schon, dass die eigentlich richtig reinzwirbelt. Aber Toilettenpapier nimmt er nicht mit. Das ist ja nicht. Das sieht man daran, dass das Fiktion ist. Das sieht man mal, ne? Ach, das war's schon. Okay. Sonst ist hier nix. Ja, hätte ich mir fast sparen können. Na, wobei. Okay. Ups, Entschuldigung, Moment. Ja, aber dafür hast du ein bisschen normale Munition noch gekriegt, ne? Heißt das hier oben links, dass ich nur noch wenig Energie habe? Ja, ein bisschen Suppe wäre gut. Okay. Dann so ein kleines Ding, ne? So einen kleinen Rotzi. Also, wenn du volle Energie hast, glaube ich, leuchtet auch leicht grün, der Schirm. Okay. Oh, Mann. Ich hab direkt geschossen. Ich hab direkt so geschossen. Das Erste, was ich gemacht habe. Tritt drauf. Hammer. Hinter dir ist noch einer bestimmt. Ach. Ja gut, das waren auch mal Bosse, ne? Wenn du sagst, ja, ich find's ja auch gut. Ich will mich gar nicht beschweren, weil es ist okay, aber es macht mich fertig. Okay, und hier nehme ich jetzt mal die andere. Ja, und teilen wir. Mhm. Schon wieder eins. Unglaublich. Kannst du den vorbeilaufen? Da. Okay, tritt drauf. Ich ganz im Ernst, ich werde an denen nicht mehr vorbeilaufen. Ich möchte die alle töten. Ich möchte wirklich, dass die weg sind. So, das nächste rechts. Ach. Oh, das Café ist zu. Toluca. Ich dachte, der Außenbereich, der ist wieder geöffnet. Kurz mal auf der Karte gucken, wo ich jetzt als nächstes hingehe. Giftshop waren wir noch nicht. Noch mal. Was bedeutet denn die Note so. Der Lobby? Achso, da ist dieses Rätsel-Ding. Rätsel, genau. Musikbox. Giftshop werde ich gleich reingehen. Aber dann wird es schon wieder eng. Dann müssen wir wieder hoch, ne? Ja. Ja, ohne Schlüssel komme ich ja dabei nicht weiter, leider. Warte ich mal kurz. Das war so gut eben.
Oh, Fabian, du kannst vielleicht was zur Frage sagen von Daredevil Matt, was wir nach Silent Hill 2 machen wollen. Hat es ja eine Idee, oder? Ihr könnt es gerne mal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich in die BOD-Kommentare schreiben. Ihr könnt es auch im Forum posten, was ihr gerne sehen würdet. Wir haben mal überlegt, ob wir tatsächlich mal was kooperativ spielen. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Nee. Sondern wir sitzen immer nebeneinander und zwei labern, einer spielt. Will Fabian nicht unterbrechen. Aber wir können noch mal was zu dritt spielen. Also postet da gerne eure Wünsche, weil das Ende von Silent Hill 2 ist, glaube ich, absehbar. Welche Treppe sind wir hochgegangen? Die in der Mitte oder die kleine, diese Wendeltreppe an der Seite? Sind wir die in der Mitte mal hochgegangen? Ich hätte jetzt gesagt ja, aber bei so vielen Treppen bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich gehe mal hoch und check mal. Ich weiß nicht, ob die dann zu unterschiedlichen Parts jeweils führen, ne? Nö, hast ja recht. Das ist ja auch der erste Stock, in dem wir eigentlich gehen sollten. Ach, hier waren die, hier waren wir, glaube ich, schon. Ah, hier ist es zu, ja. Da können wir seitlich. Ah, okay, okay, man kommt also dahin. Alles okay, klar. Kann ich aber auch in die Hall, komme ich nicht. Da rechts auch nicht weiter. Hier links ist dieser Part. Ja, dann muss ich wohl doch da. Ja, dann musstest du 209. Aber jetzt bin ich ja ein bisschen. Lad mal die Waffe nach sie jetzt, aber die Trigger hätte ja auch nur 4 Schuss, ne? Falls wir genug Muni haben. Ist alles voll, ne? Jo. Ja. Oh Mann! Oh Mann! Ich zünd den Knaller. Oh nee. Nein! I shot it and you didn't die! Nein! Der geht auch gar nicht. Ey, ihr müsst was tun! Ihr müsst was tun! So, jetzt, top, du hast ihn. Kick ihn. Ja, aber vorher, ich muss vorher. Okay. Krass, der war krass. Nur absolute Pros kommen hier durch. Ja, aber wie Fabian ausgeführt hat, ihr könnt gerne in die Videos mal reinschreiben, Ideen und so weiter, was wir machen können. Oh Gott. Das ist das, was Gunnar meinte, oder? Dass er nachts ab und zu mal gerne weint. Da war, hast du nicht. Ach, der Gunnar aus dem Chat. Okay. Nicht unser Gunnar. Der Chat-Gunnar. Habt ihr diese Steuerung F Stockfoto von Gunnar in der neuesten Inkarnation gesehen? Ist er nicht irgendwo so in der Geschichte oder so? Das ist so geil. Es gibt es ja überall drin. Aber jetzt die geilste Geschichte, finde ich, ist, jemand hat so ein Zeichen-Comic-Filter drüber gelegt und hat es dann halt wie so ein Gescrew, als hätte er es selbst gemalt, irgendwie Teil von so einem Flyer gemacht in Schwarz-Weiß mit Bleistift. Es ist so geil, wenn du halt immer noch den Typ dann dahinter, wenn du immer noch den fucking Gunnar mit seinem dummen Lächeln, ist schon sehr gut. Schon sehr, sehr gut. Ja, kann man das denn sehen? Das beste aller Weltmotiv. Sowas kriege ich dann immer aus dem Rocket Beans Reddit. Da wird das, also Gunnar Stockfotos findet ihr immer im Rocket Beans Reddit. Und das ist auch das einzige Rocket Beans Reddit. Ist die Frage, wird wahrscheinlich nicht für jeden Bild benutzen, jetzt vergütet oder so. Der hat wahrscheinlich eine Pauschale gekriegt. Genau. Und danach ist jetzt sein Gesicht nicht mehr seins. So ist es, ja. Ja, shit. Das war jetzt komplett nutzlos, sag mal. Toiletten warst du? Ja, da oben sind die Türen verschlossen, 204 und 202. Ja, machen wir später, okay. Können wir wahrscheinlich jetzt tatsächlich zu. Obwohl? Gucken wir mal. Dritter Stock war dann abgeschlossen, ne? Ja, lass nochmal hochgehen. Es tut mir leid, ich eier ein bisschen rum, aber ich weiß das gerade. Ich auch nicht, wie es geht. Oder was? Irgendwo fehlt bestimmt eine Tür oder wir haben irgendwo einen. Ich meine, die Tür haben wir aber schon ausprobiert. Ich gehe gerne noch mal hin, aber wir hatten sie schon ausprobiert. Ja, da hieß es, geht nicht. Was ist da mit der unteren Tür? Wir haben die untere, glaube ich, ausprobiert. Ja, wir haben die probiert, die von der Treppe runterschaut. Ah, gut, das war jetzt auch die fast letzte. Jetzt sind wir da draußen. Sind wir hier reingekommen? Nee, das ist eine andere Seite, oder? Das war eine andere Tür, oder? Das meine ich aber auch. Ja, hier erinnere ich mich jetzt nicht dran. Ach, das ist so ein bisschen wie der Innenhof? Der Garten, der angeschlossene Poolgarten oder so. Hier im Overlook Motel. Ah, da guckt er hier hin. Was ist denn da? Ah. Spieldose, kleine Meerjungfrau. Siehst du, das ist bestimmt der Brunnen, den wir noch untersuchen sollten.
Ja, machen wir auch gleich. Soll ich jetzt schon mal rüber zum Brunnen? Nee, erstmal hier in Ruhe. Ich denke, wir brauchen... den du gerade untersucht hast, das war bestimmt wichtig, dass wir dieses Item mitnehmen. Und wir brauchen wahrscheinlich mehrere davon, ne? Das ist wahrscheinlich wieder so ein Rätsel. Da waren 3 Vertiefungen, glaube ich, in dem Teil. Achtung. Ah, gut. Fast bin ich froh. Es geht nicht. Ist das schon wieder der Steg hier oder wo sind wir? Das ist schon krass, ne? Wie das jetzt plötzlich ganz woanders hingeht. Ah, Boot ist natürlich kein Star. Na gut. Zurück und die Spieluhr einsetzen. Kommt ja dieses Jahr auch noch diese Neuauflage von dem Project Zero, Maiden of the Black Water. Das könnte man natürlich auch mal spielen. Ja, ich hab's auf dem Zettel, weil ich einfach keinen Bock habe, den Vollpreis für Wii U auszugeben für das Spiel. Wird ja kaum runtergesetzt. Und Retail-Version kostet 100 plus Euro, weil es die nur als Special Edition gab. Ich weiß aber nicht, ob es so geil funktioniert auf der Switch, weil das sehr stark das Wii U Gamepad als Kamera mit Such... Mit ich laufe noch mal lang. Involviert hat. So eins der wenigen, Sachen, wo man das Wii U-Pad vernünftig verwenden konnte. Das ist echt der einzige Raum gewesen, der hier was bringt. Ich meine, manchmal hat man ja irgendwo einfach ein wichtiges Item übersehen, aber soll ich denn vielleicht die eine Figur mal einsetzen? Setz die mal ein und dann können wir auf der Karte noch mal schauen. Es gibt bestimmt irgendwo eine Sache, die wir noch nicht gesehen haben. Das würde mich aber echt wundern, wenn man wirklich nur ein Ding da einsetzen muss. Wäre natürlich cool für uns jetzt. Jemand sagt, da war ein Koffer, aber jetzt bin ich mir... Ah! Oh Gott. Nein, ich soll das Licht ausmachen! Ja, schieß trotzdem drauf. Ich glaube, die Kugel wird sich nicht beschweren, wenn du... Nimm die nochmal. So, du verschwärmst dir die Hände. Alter, es ist nur noch scheiße gerade. Man kann ja sagen, über Silent Hill, was willst du, aber das Kämpfen ist zum Kotzen. Echt, ey. Das wäre auch echt mein größter Kritik. Das ist zum Kotzen. Es macht null Bock. Es macht keinen Spaß. Geiles. Entschuldigung. Da rieche ich mich echt gerne drüber auf. Das ist einfach nicht gut. Hier, keine Trefferanimation. Dann das dumme Treten. Okay, müsste jetzt liegen. Ah, jemand sagt, das soll ja auch keinen Spaß machen. Da hat er wahrscheinlich recht. Da hat er schon recht. Der Dinkelberg 137, ja, es ist, so, ist irgendwo auch wahr. Ich möchte das Argument ungern erwähnen, ne, weil es dann auch ein bisschen wieder so gewollt, ungewollt dann wieder wirkt. Er ist ja auch kein Marine, ne? Oder kein... Oh. Ja, gut. Das hole ich mir ein andermal. Nee, das nimmst du jetzt. Ich hol's gleich, aber vorher will ich gucken, was hier noch in den anderen Türen ist. Ah, okay. Oh, shit. Nein, du hast ja recht. Ich finde es okay, wenn du nicht perfekt super ausweichen und Rollen auf die Seite machen kann und alles drum und dran. Aber es ist natürlich noch mal eine Spur extra ungelenk hier. Ja. Dose mit Verdünner. Es ist auch wirklich meckert auf hohem Niveau. Vielleicht kann man irgendwo Farbe abmachen. Ja, in einem Raum, wo das grüne Tentakel war, kannst du die Dose mit reinlegen. Gibt es irgendwie Wachsfrüchte und den Saft, ne? Ja. Aber wichtig ist erst die Wachsfrüchte und dann die Cola. Ja, da ist so ein Dead End an der Stelle, ne? Ja. Wenn ihm das Falsche gibst. Zur Toilette kannst du rein. Oder auch nicht. Ja, wenn du da mal dringend musst. Die andere Tür war verschlossen. Was ist da das an ist der Wand? Das ist ein Wasserschlauch. Das ist so Feuerlöschschlauch. Nee, auch daneben, hier. Oder ist es auf der linken Seite? Ja, du hast recht, da sieht so aus, da ist ein X oder so, ne? Als wäre da jemand reingelaufen durch die Tür da. Nur, sie geht nicht auf und sie scheint auch nicht. Ja, ich meine, das X daneben hier. Ist das bewusst da? Kann man da verdünnen mit dem Verdünner oder ist es? Also, klar, ich mein, probier mal, aber es ist ja Quatsch, oder? Das würde doch irgendwie damit interagieren jetzt, oder? Ja, da geht ja nichts. Würde zumindest ein seltsamer Fleck oder irgendwas würde da erscheinen. Ja. Vor allem, jetzt kannst du den Verdünner wahrscheinlich nur einmal benutzen. Nein. Okay. So. Ein Stockwerk hoch. Die Bar war verschlossen, ne? Ja. Schade. Ja gut, aber jetzt ist ja wirklich die Zeit der Spieluhr. Nee, andersrum.
Moment. Ah, im Restaurant waren wir auch drin, aber der ist ja wieder rausgegangen, weil da Laura drin war. Kannst du mal ins Restaurant reingehen? Nee, ich will doch jetzt mal zu der fucking Spielo, aber wie komme ich denn da jetzt hin? Achso, du bist im Keller ist sie nicht, ne? Ja, nein, im Erdgeschoss hier. Guck mal, ich zeig dir das gerne. Das sieht so aus, als könnte man über die Treppe dahin. Na, jetzt, was sind die Gänge? Das ist die andere Treppe jetzt tatsächlich, die nach unten führt. Da sind zwei Treppen auf der Karte. Gleich geht jetzt eine Sache auf. Ah, und da kommt ein Schlüssel, und dann noch einer. Ja. Das klingt ganz richtig. Okay, noch gut. Okay. Fuck. Kannst du noch mal zwei Türen prüfen, die wir noch nicht gesehen haben? Natürlich. Kannst du mal auf die Map gucken? Da war die... Moment. So. Auf der rechten Seite nach unten. Siehst du da Restaurant? Ah, du hast recht, da sind noch zwei Türen. Ja, da waren wir nämlich nur, mit der Cutscene waren wir, glaube ich, nämlich nur drin, weil da Laura gewesen ist, das kleine Mädel. Ey, es ist teilweise, ja, da lang. Ah, da guckt er hin. Da wird schon geguckt. Schlüsselfisch. Das ist aber gut, der ist wahrscheinlich für ganz oben, ne? Also da, wo diese mehreren... Oh, das kann sein, ja. Also auf jeden Fall kommen wir jetzt weiter, das ist doch schon mal gut. Und da an der Scheibe kommst du wahrscheinlich nicht raus, ne? Wo sie was drauf gekritzelt hat. Ja, da gehen wir gleich noch hin. Oh, Tische. Kommst du überhaupt hin? Erzfeind. Ja. So, das ist eine Katze, ne? Würde ich auch sagen. Jetzt nicht besser gezeichnet. Der Chat sagt es immer wieder, wenn wir spielen, und ich muss es auch immer wieder mir ins Gedächtnis rufen, das Spiel ist 20 Jahre alt und sieht immer noch gut aus. Warum sieht das erste so unfassbar hässlich aus und das zweite hält sich für so lange? Das macht eine Generation, ne? Die Singer sind ja auch nur anderthalb Jahre auseinander, beide. Teil 1 und Teil 2. Schlüssel, okay. Hier links? Nee. Ein Stockwerk hoch, oder? Oder runter? Zum dritten, glaube ich, ne? Oder? Wo diese. Wobei es sind einige Türen. Hier genau. Da oben 2 und 2 und 4. Ach, der hat doch. Da würde ich mal gucken. Ja, ich gucke einfach mal den Schlüssel mir an, ne? Das wäre wahrscheinlich. Nee, steht gar nicht. Einfach fischförmig. Das sieht aber nicht aus wie ein Türschlüssel, wenn ich ehrlich bin. Hier. 312. Das ist deine. Das Zimmer mit Mary. Da, wo wir oben gar nicht hinkommen, ja. Okay. Seht ihr irgendeine Idee, wo ein Fisch? Ich würde bei 202 und 204 gucken. Ja, ich denke auch. Ansonsten wäre ja nur sowas wie Restaurant, aber da gibt es ja keine Tür. Ja, du hast recht. Ich bin zu sehr von dem rostigen Fisch da irgendwie abgelenkt, aber vielleicht ist es einfach Teil des Hotels. Es gibt immer meine Hotels, die nennen ihre Räume eben dann irgendwie. Der Fischraum. Hotel Raum Fisch, Raum Wartburg, keine Ahnung. Kannst du auch gedrückt haben. Oh, ja, ist gut. Schaffst du. Okay, tritt drauf. Schön, stark. Wie sie das extra noch mal machen, ne? Dass du, obwohl du Angst hast, nah an dieses Ding ran musst, um es zu finishen. Und du hast die ganze Zeit Angst. Oh, ich bin schon viel zu lange. Ich kann gar nicht mehr vorne hin. Das ist echt gut gemacht, Mann. Aber der ist in einem Raum aufgetaucht, wo wir schon mal waren, ne? Die tauchen gefühlt irgendwie random auf. Okay, scheiße. Kann ich die hier? Benutzt er die automatisch? Eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Dann bleibt eigentlich nur noch die Tür im dritten Stockwerk, dieses Gatter, was davor war, über, ne? Ah, und falscher Raum auch, ja. Im Keller hatten wir doch auch noch den einen Raum mit dem ganz im Keller unten war. Ja, ist eher so ein Kellerschlüssel, würde ich sagen, von der Anmutung her. Ja, Fische dieser unten im Fisch. Wasser? Das ist doch eher draußen im Garten oder so, würde ich jetzt eher denken. Irgendwie, weiß nicht. Also du meinst schon, Gregor. Ach so, ja, wenn du die Treppe hier nochmal hochgehst in den dritten Stock, vielleicht. Oder da ist auch noch Tür. Soll ich erstmal da hingehen? Oh ja, dann kannst du ja da auch mal hin. Wollte ich nicht so oft. Ja, gar nicht gesehen. Ja. Okay. Na gut.
Now we know. So. Hier durch die Tür unten und die, hier? Die vordere der langen Treppe. Du weißt, die lange Treppe, wo du stehst, die ist ja zweigeteilt. Ne? Wenn du einmal durch die Tür zu deiner Rechten gehst und dann runter. Okay. Jetzt rechts von dir runter. Hier, zurück, zurück. Dahin. Hier, die Treppe runter, meinst du? Die Treppe runter, genau. Okay. Was sind hier? Ne, ich gehe gleich runter. Nur eine Frage noch. Könnte ich nicht auch theoretisch hier unten raus und dann links in das Café durch Fenster oder so? Ich weiß gar nicht, ob das Türen waren. Wo du, glaube ich, gar nicht rankommst. Zumindest kamst du von innen eben nicht ran. Schon wieder so ein X. Ja. Wo war hier jetzt noch eine Tür, Gregor? Hier geradeaus den Gang runter war eine verschlossen. Uiuiui. Die da. Ja, da werde ich gleich hingehen. Vorher einmal nachladen. Das schlimmste Geräusch. Wir können doch mal den Aufzug benutzen. Und dann bleibt nur noch die ganz oben. Die mir einfallen würde. Ich weiß nicht, ob da noch eine war. Ach, geht schon wieder nicht. Okay. Also die kleine Nebentreppe, wo man immer im Kreis hochgeht. Ja. Okay. Ich heb's ganz nach oben, ne? Ja. Alter, wo, was? Hör mal, das gibt's doch nicht. Okay, also wenn in der Community jetzt jemand sitzt und sagt, er weiß es, dann ihr könnt uns gerne einen Tipp geben, ein bisschen helfen, dass wir nicht so dumm rumeiern. Da haben wir alle was von. 4. Vielleicht musst du da mal klingeln. Ja, ich habe gerade auch. Doch, genau. Ich glaube, wenn ich sollte, wird niemand kommen. Ah, probier's doch. Nee, er kann nicht. Ja, ich weiß nicht, aber ich meine ihn. Er glaubt. Das würde jeder ausprobieren. Dass er das nicht macht, das enttäuscht mich. Was sagt denn der Chat bei Schiebetüren? Nee, zweites Obergeschoss. Noch weiß es leider keiner von euch. Hier könnte man jetzt auch nicht hin. Die Tür haben wir auch schon ausprobiert. Gibt es denn überhaupt noch ein Stockwerk, wo wir noch nicht waren? Rausgehen, würde ich sagen. Ach, schau mal. Ach, das ist das. Okay. Das ist das, ja, wo wir hin. 312 müssen wir hin, genau. Da ist nichts. Nee. Hier könnte man, wie gesagt, noch ins Café Toluca durch die Hintertür. Oder wir können es mal probieren draußen. Das ich sehe auch. Wird mir ich glaube es auch nicht. Aber man kann es ja mal probieren. Und ich könnte übrigens immer noch weiter in den in den Garten. Ja, jetzt denke ich am ehesten. Ach nee, nee. Ne? Dahinter kam ja dann das Wasser. Ne? Zweimal Leute gesagt, dass sie glauben, dass der Schlüssel nicht für eine Tür ist. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass es irgendwo anders hingehört. Der Fischschlüssel ist für einen Koffer. Ach, warte mal. Echt? Ja, wenn das für einen Koffer ist, dann weiß ich wo. Wo haben wir den Koffer? Wir haben da oben in dem Raum, wo ich meinte, da ist ja sonst nichts. Da ist tatsächlich ein Koffer gewesen, glaube ich. Oh, wirklich? Aber er hat, ja, doch, bin mir ziemlich sicher. Ich probiere es gleich mal. Hier ist nichts, ne? Okay. Hier ist auch nichts, das Ding geht nicht auf, okay. Ja, lass mich das mal mit dem Koffer probieren. Ich glaube, wir sind da an was Heißem dran. Falls das mit dem Koffer Quatsch ist, oben, dann sag das ruhig. Was ist, steht da vorne in der Ecke ein Koffer? Nee, ne? Nee, das nennt man Stuhl. Ach so, das sah so komisch aus von der Seite. So, diese und zwar gehen wir jetzt mal hoch. Ich glaube, ich weiß wo. Och komm, lass mich doch einfach nur bitte in den Stock rein. So, jetzt einen hoch noch. Abgestürzt? Es ist halt echt abgestürzt, ne? Das hatten wir auch noch nicht. Das hatten wir auch noch nicht, nee. Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, wir machen kurz eine Werbung. Würde ich fast sagen. Wir müssen wahrscheinlich den Rechner einmal neu starten. Wahrscheinlich. Und den Weg zum Koffer neu antreten. Sehen wir uns gleich einfach wieder.
Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Silent Hill 2. Wir haben den Rechner wieder zum Laufen gebracht und den Spielstand auch schon wieder geladen. Zum Glück haben wir nicht allzu viel verloren. Ich glaube, Gregor hat auch schon die Anwesenheit des Fischschlüssels verifizieren können. Ja, ich habe ihn verifiziert und nochmal eingesagt. Genau, das war das Einzige, was wir noch nicht gemacht hatten. Also ein Glück. Aber nicht, dass ich es erwartet hätte, aber ich war schon ganz erfreut darüber, dass mit dem Fanpatch das bisher so stabil gelaufen ist. Du kannst ja nie wissen, auch bei einem 20 Jahre alten PC-Spiel. Ja, das super dafür. Das bisher. Kann vieles sein. Das kann natürlich jetzt an dem Patch liegen. Es kann auch daran liegen, dass es einfach sehr, sehr warm ist heute und dein PC-Gehäuse sehr, sehr klein. Das vielleicht liegt es aber auch an aber nur das mir und der Tatsache, dass ich das Pad in der Hand hatte. soll ich weiterspielen oder möchtest du weitermachen? Mach doch ruhig. Ich meine, ich finde, ich habe genug gezeigt, was ich so drauf habe. Wir wollten in den zweiten Stock eigentlich gehen, ne? Im zweiten Stock war genau. Ein Koffer, meintest und du. Und da ist dieser eine Raum mit dem langen Gang und dann geht's links zu diesem offenen Extra-Raum. Nee, warte mal. Ist es der Reading Room? Kann das sein? Nein. Also, was ich meine, es war dieser lange Gang. Was jetzt, war denn das, in dem Reading Room? Stock. Geh doch mal bitte einen hoch oder runter. Mal einen Stock runter. Okay, das geht nicht. Und unten? Das ist der, achso, der Ami-erste Stock, unser. Ja. Der, nee, dann das Ami-Erstgeschoss ist das. Muss das eigentlich eins hoch, da wo du gerade bist, muss da links unten das sein. Der Reading Room. Aber der sieht halt anders aus. Bin ja ein bisschen verwirrt. Nee, fuck. Dann weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Das war dieser Raum, wo einfach nur Müll rumlag. Wir haben ein bisschen Munition auf dem Weg war zwei Keller. Von diesen Puppenviechern. Das war im Keller. Ah, shit, es tut mir leid, Leute. Das, aber ich dachte, ich kann mich nicht mehr an den Koffer erinnern, aber ich gehe da mal runter. So. Orientierung. Der müsste doch hier gewesen sein, ne? Ups. Oder auch nicht. Oder war das dieser E ganz hinten? Oh, das Malaka. Oh, schon wieder? Ach nee, den hatten wir. Wir haben den Spielstand ja neu geladen. Stimmt. Nee. Wo war der denn dann? Holy shit. Ja. Der Raum ist auf jeden Fall im zweiten Stock. Ich glaube, er ist Cloakroom, sagt Sinor im Chat. Also zweiter Ami-Stock. Der Cloakroom steht ja sogar auf der Karte. Ja, der Cloakroom. Aber wo ist die Treppe hoch? Da, auf der anderen Seite. Okay, jetzt sagt Sinor. Das wäre auf jeden Fall im zweiten Stock und es wäre der Cloakroom. Ich sag nur, was ich lese. Ja. Ich habe längst aufgegeben. Ich check mal. Mich hier zu orientieren. Ach, ey, Kartenbutton immer andersrum. Wir waren im Reading Room, aber nicht im Cloakroom. Ich dachte, wir waren im Cloakroom. Wir waren im Reading Room gerade eben. Ach, das ist er auch nicht. Aber hier ist vielleicht ein Koffer. Es kann ja sein, dass ich mich auch vertan habe. Hm. Na? Da ist er. Da. Oh, den haben wir gar nicht gesehen. Ich hätte sogar einen anderen Kopf. Ich hatte einen anderen Koffer jetzt im Kopf. Wer kommt denn da drauf, dass da der Fischschlüssel zupasst? Wahrscheinlich ist da ein Fisch drauf? Nee, auch nicht. Schwarz. Oh. Okay, einfach nur ein anderer Schlüssel in dem Kopf. Also warum das nicht gleich der Schlüssel zu Zimmer 204 war da unten? Weiß ich ja auch nicht. Weil so ist es ein Rätsel. Na, was? Ein blutiger Kalender. So, Gegner jetzt da. Nein? Ich glaube hier durch und dann hoch, ja. Oh, nö. Oh Gott. Davon haben wir ja recht viel. Schön. Nein. Hammer. So muss man es also machen. Schrotflinte aus weiter Entfernung. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht jetzt. Zwei Schuss haben gereicht. Sehr cool. 202. 204. Pff, geh doch davor. Okay. Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug.
geht da nicht. Oh. Mm. Noch ein Koffer. Das ist ja interessant. Marze. Larze, Katze. Ja, gibt ganz viele, da könnte alles möglich sein. Das wirst du sicher nicht rausfinden. Einen Knopf drücken. Mm. Ja, ich glaub, haben wir schon irgendwas gehört, wo das passen könnte? Hoover. Huwup. Ich kann mich nicht erinnern. Aber wir merken uns, dass da so ein Ding hier ist. Ja, mach nochmal die Karte gerade, dann können wir uns das besser merken. 202. Und hier, in der Ecke. Hier geht's durch. So. Wir kommen. Den 202 von innen jetzt aufschließen. Ja. War ich das? Was? Ich dachte auch, es hat gerade geklopft. Jetzt habe ich 202 auch geöffnet. Da liegen lauter Fotos auch. Was ist das? Ah, Lösungsmittel. Lösungsmittel, drauf. Markierstift. Ah, klar. I understand. Schlau. Muss immer nur an die Gegenstände denken, die einzigen, die wir gekriegt haben. Help. Oh Gott, da hätten wir drauf kommen können. Hätte man wirklich. Help, I need the coffer, help. Gelb, das ist meine Farbe. Das ist nicht sicher, das ist M? Ich glaube, M war richtig. Was ist das? Spieldose abspielen. Okay, beide Spieldose. Die alten. Die 420s wieder. So. Zweite Spieldose. Oh Gott, liegt immer noch da. Eine dritte fehlt uns noch, ne? Cloakroom. Was hatten wir nochmal an Items? Ist das die ganze Zeit schon so, dass so gelöste Rätsel mit so einem Häkchen? Mitarbeiteraufzug. Ist der Mitarbeiteraufzug der eine, der nicht fährt, unten im Keller? Ja, das Ganze. Ja, vielleicht. Also, es ist ja der einzige Aufzug, den wir jetzt hier gefunden haben, oder? Ja. Es war noch ein anderer, glaube ich, irgendwo. Da, hier. Oh ja. Ich gehe erstmal dahin. Falsch rum, oder? Nee, richtig rum. Obwohl, na, da ist der Aufzug, ist da durchgeixt, ne? Mm-mm. Dann fällt mir auch nur der da unten ein. Boah, das Türquietschen ist aber auf Dauer ein bisschen anstrengend. Name ist Programm. Ich packe mal die andere Spieldose rein. Oh, nicht spielen lassen. Ich dachte, er will platzieren. Mich klingt das gut. So. Das ist nicht der Standard-Klingelton beim Nokia. Okay. Steh ich nicht richtig davor. Chat sagte gerade noch, Michael, dass die Tür neben dem Aufzug gemeint sei. Wirklich? Bevor du jetzt umsonst in den Keller läufst. Dann gehe ich nochmal hoch. Wir sind ja in der Nähe. Aber wir kommen schon immer näher der Lösung. Ich denke hier, oder? Also, Mitarbeiteraufzug ist falsch rum natürlich. Andere Seite. Mhm. Speichere auch mal lieber wieder ab. Ich habe die ganze Zeit Paranoia, dass das dauernd abstürzt. Meinst du, das ist ein bewusster einmaliger Absturz im Spiel, damit das Spiel dir zusätzlich Paranoia gibt? Meinst du wie bei Eternal Darkness? Ja. Ui. Guck mal, es war richtig. Ein Gesundheitsdrink. Zwei Gesundheitsdrink. Und können wir direkt hier speichern. So, also. Aber es steht nichts Interessantes drauf. Es bleibt nur der Aufzug, ne? Moment, was hast du denn jetzt hier? Maximale Traglast eine Person. Sind noch andere Personen im Fahrstuhl? Das ist ja, der Gag. Geister. Ist auf meiner Schulter ein Geist. Naja, ich meine, das ist ja. Ja, du vergiss nicht, ne, dass so, wir auch jemanden gehört haben. Ja, ich muss meine Waffen hier alle ablegen oder so. Oh. Wie alle jetzt, oder was? Aber wir brauchen die Waffen, erschießen der Monster. Eine Person, es darf nur eine Person hier rauf.
Muss ich das Foto meiner Frau da ablegen oder so? Boah, das ist bestimmt voll Meta, was du da ablegst. Nope. Deine Fotos. So, kannst du die Sachen noch wieder da runternehmen? Das, ja, würde ich vielleicht. Ich habe hier gespeichert vorhin. Das wäre super krass. Wenn vielleicht wechselt er dann. Könnte das große Messer. Ah, oder müssen wir alles legen? Ernsthaft? Kann mich da überhaupt nicht dran erinnern, an diese Art von Rätsel. Ja, irgendwas klingelt noch. Das wirkt auf mich nicht wie das Richtige. Ich behalte mal die Stange. Gucken, was passiert. Das sind nur die Stangenbalken. Auch die Stange ist zu viel. So ein Quatsch. Ein anständiger Lift, kannst du nicht mit einem Rohr reingehen. Ja, geil, geht's. Einfach gar nichts. Das ist ja lustig. Keinen dritten Stock, oder? Wir können nur in den ersten runter. Okay. Keine Waffen, kein gar nichts. Karte des Hotels für Mitarbeiter. Uff, guck mal. Hey. Also gut, let's get this party started. Die kann ja hier jetzt nichts Schlimmes passieren eigentlich. Na, bist du dir sicher? Die Kartoffeln und Zwiebeln. Oh, die Spieldose. Oh, die Spieldose. Zwischen den Kartoffeln und Zwiebeln. Die Beuteln. Verfallsdatum ist wahrscheinlich schon abgelaufen. Die Dosen sind sehr lange haltbar. Es gibt gute Marken Cook, Pound Cake und Street Fighter Alpha Flakes. Nee, ich weiß nicht. Das stimmt, ich auch. Ein bisschen so aus. Ja, Alpha Flakes. Ne? Was steht da drüben noch? Das ist Cake. Unox Pound Cake ist das. Da oben, links, rechts, in der Ecke. Hier meinst du neben Alpha? Regal. Ach so, da. Buttercake? Buttercake wahrscheinlich, in der Dose. Oder Guttercake? Oh, und Bierdosen? Nein, das sind Einmachgläser, ne? Unten, das könnten auch Bierdosen sein, das ist Krombacher, glaube ich. Guter alter Hansapilz. Okay, wir haben also die Spieldose. Es ist zu... Ah, ich habe meine Lampe auch abgelegt. Geil. Stimmt. Lampe hätte schon ballen können. Gucken wir erstmal. Oh, es geht weiter runter. Elix. Ah, Malaka. Oh, was wirklich? Ist das denn? Das merke ich mir dann für später. Weil ich habe ja noch nicht oben alle Türen angeguckt. Weil wie soll ich da jetzt ohne Waffe durchkommen, ne? Vielleicht findest du hier noch geht's genau darum, dran vorbeirennen. Da viel an den Monstern auch vorbeirennen im Spiel. Ich glaube, auch darum geht's. Ich glaube, sie wollen, dass du halt das auch mal probierst jetzt eine Weile. Ah, das Videoband. Oh, das Videoband. Das wird jetzt aber interessant. Haben. Das will ich jetzt aber auch mal sehen. Ich habe einen Dosenöffner. Vielleicht ist der für die Spieldosen. Das kann vielleicht sogar sein. Ne, an sich nicht dumm. Ja, nur falsch. Nur schlecht übersetzt halt. Niemand sagt doch Spieldose zum Ding. Das ist eine Spieluhr, oder? Ja, doch. Also das Spiel nennt aber ich kenne auch Spieldose. Spieldose kenn ich auch noch. Doch. Ich glaube, das würdest du tatsächlich bei dem noch sagen. Nee, ist natürlich für die Konservendosen. Terminkalender mit dem Datum von vor einem Jahr. Auch gar nicht durch, ne? Mm-mm. Kühlschrank auch nichts drin. Na gut.
Ja, es muss wohl doch runter. Ach, es ist zu dunkel und die. Ach ja, warte mal, ich muss ins Licht. Hier kann ich die Karte lesen. So, Toiletten habe ich noch nicht geguckt. Manager's Offices, da komme ich nicht rein und dann können wir da runter. Ich finde gleich eine geile Waffe auf der Toilette. Auch nicht. Warte, ich muss da unten. Na gut. Ja, wenn das. Was war das denn? Es war doch nur so ein Mannequin. Ein Ding, oder? So ein halbes Mannequin. Wo war denn die Treppe? Hinter mir. Also noch ein letztes Mal gucken. Durch, durch, durch. Pantry. Oh, eine Außentür ist da. Aber die schätze ich mal auch zu, ne? Ja. Jep, 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 jep. So. Nee, nicht Toilette. Das war die Tür, ne? Oh boy, okay. Du machst das schon. Oder ich hab jetzt auf einmal eine Waffe in meinem Inventory. Nein. Ja, guck mal, nichts passiert. Vielleicht vorher nochmal auf die Karte gucken? Aber gut, Suppe gibt's hier. Jetzt habe ich die Hälfte der Räume natürlich nicht angeguckt. Eine Dose ohne Etikett. Da ist jetzt die Spieluhr. Da ist die Spieluhr auf jeden Fall das Richtige. Die dritte Spieluhr. Ja, es war mehr so Spaß. So. Natürlich. Eier? Nein, Glühbirnen. Hä, wo werden denn Glühbirnen? Machen die sich überhaupt noch Dosen? Gedanken oder haben sie einfach so Karten, Spielkarten gehabt, die sie dann so mischen und ja. Okay, und hier ist das drin. Und okay. Im Elchkopf ist Koffer. Ein Diamant. Und ja. Wo packen wir die Glühbirnen? Ja, in die verschlossene Dose. Also, nicht mal remotely intelligent. Ja. Irgendwann, wovor hast du Angst? Vor Dosen voller Glühbirnen. Das ist gut. Das machen wir. Vor allen Dingen, warum muss man die überhaupt frisch halten? Oder also, ja, vor allen Dingen, wenn da mehrere drin sind, dann machst du ja, auf und dann musst du alle fünf verbrauchen oder was? Also, naja. Das finde ich creepier als den ganzen anderen Kram. Die halten ein bisschen länger, die Glühbirnen, so auf jeden Fall. Ich weiß, ob ich hier was übersehe, aber anscheinend ist hier nichts. Oh, jemand sagt, das ist aber interessant. Jemand sagt, das wäre wohl aus einem Film. Das ist natürlich schön. Wenn es ein Zitat ist, lasse ich es gerne durchgehen. Ist das aus Alles am Stiel? Nachfolger, Glühbirnen in der Dose. Glühbirnen in der Dose und Eis am Stiel. Mit Zachi Neu. Glühen in der Dose. Klingt tatsächlich wie Eis am Stiel Untertitel. Zachi Neu spielt auf jeden Fall mit. Frage ist, wer der Zuschauer überhaupt noch Zachi Neu kennt. Ich kenne ihn. Okay. Also. Wenn man sich so nicht wehren kann und die stehen da nur so rum, dann wirkt das alles gar nicht so bedrohlich. Storeroom, Pumproom. So, gleich rechts rum. Da kommen wir mit der Bar unten wieder raus gleich. Mhm. Okay, da ist eine Leiter. Komme ich aber nicht hoch. Okay, dann zur Bar. So. Dann kommen wir jetzt wieder zurück. Können uns die Items zurückholen, hoffentlich. Es ist so dunkel, dass ich das Schlüsselloch nicht finde. Ach, das? Ach, komm jetzt! Das braucht durch Trial and Error raus. Okay. Die Glühbirne fehlt! Okay, das ist ein sehr dummes Rätsel. Wirklich. Er ist der unfähigste. Allein weil ich das Schlüsselloch nicht finden kann. Ganz ehrlich. Kann man, dass die keine Kinder haben? Kann man, dass die Frau weg ist? Okay. Dann holen wir unsere Sachen wieder. Dafür den ganzen Aufriss mit
die Sachen alle ablegen? Ja, damit du so einmal gegen Gegner kämpfen kannst, wo du nicht gegen sie kämpfen kannst. Ja, aber dann hätte man auch ein bisschen was auffahren müssen. Einmal hoch. So, welche Richtung? Ach komm. Falsch rum, oder? Ja. Speicher mal ab, Gregor. Das. Echt? Das wird mein neuer Tick jetzt nach Kisten sortieren, dass wir die ganze Zeit abspeichern. Okay, alles klar. Tot. So. Ich hätte gezeigt, aber bestimmt was mehr drin, was vorher gar nicht dabei war. Das wäre interessant. Im Chat stand, du kannst außer dem Bild und dem Brief musst du alles abgeben. Also theoretisch hätte man das Bild und den Brief behalten können. Ja, wenn das stimmt. Das wirkt auf mich auch wieder, als wäre das so ein Meta-Ding, dass wenn man das behält, dass das dann irgendwas bedeutet am Ende. Also dass es in irgendeiner Form die das Ende verändert. Könnte ich mir sogar vorstellen. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg. Na, wir haben beide Spiele. Wissen die, dass du deine Waffen wieder hast? Ja. Ich aber auch. Wollen wir es so richtig mal zeigen, wie das geht jetzt? Was? Vielleicht musst du da noch was drehen oder so. Echt so? Na gut, das kann natürlich sein, ne? Richtig, Platz. Die kein Wort sprach. Ach. Jetzt willst du da reinpacken? Nein, willst du sie spielen lassen. Ich muss also am richtigen Slot stehen wahrscheinlich. Ist es aber richtig rum? Das ist wahrscheinlich falsch rum gleich. Ich muss nur noch mal rausnehmen. Ja, es klingt nicht gut. Na, dann sollten wir. Ich dachte, der packt automatisch wieder wie beim letzten Mal die Dinger rein. Hab ich auch gedacht. Ah, wunderschön. Nehmen Sie mal alle. Ich nehme sie mal alle und dann lesen wir noch mal. Die kleine Meerjungfrau, die konnte nicht sprechen. Das ist klar. Die hat ja ihre Sprache verloren, nachdem sie die menschlichen Beine gekriegt hat. Das war es doch, ne? Nein. Doch. Die kann nicht laufen. Also doch, sie kann auch laufen. Sie kann nicht schwimmen. Sie hat doch Beine bekommen und hat dafür ihre Stimme verloren. Was? Geht es jetzt zu machen? Das habe ich nie gehört. Ist es nicht so? Wie kommst du da drauf? Da hätte sich doch niemand in die verliebt. Weil die Leute wollen intelligente Frauen, die Beine hat, mit denen man reden kann. Hätte sich keiner verliebt? So, da also. Wäre direkt wieder, direkt in den nächsten... Die Geschichte ist von 1800, schieß mich tot oder von was auch immer. Also, die vom Tod erwachte, okay. Das ist aber jetzt schon Schneewittchen. Dornröschen. Dornröschen meine ich natürlich. Ist gar nicht mal dabei. Dann meine ich natürlich, nee, ist es rechts, hier, Schneewittchen. Die pennt und wird der Appel vom Ei. Gregor hat recht, bei was denn? Das frage ich. Allgemein, finde ich. Also. Na, aber ihr könnt doch nicht einfach sagen, Gregor hat recht. Ich kenne Gregor schon lange, der hat auch schon sehr häufig Unrecht. Das stimmt auch, ja. Das kenne ich auch sehr lange. Das ist keine per se Meinung. Unrecht. Die um Mitternacht floh. So. Doch, das sagt tatsächlich jemand. Wenn Ariel nicht die wahre Liebe findet, verliert sie für immer ihre Stimme? Das habe ich ohne Scheiß noch nie gehört. Ich habe aber auch Ariel, glaube ich, nie gesehen. Ich denke auch jetzt hauptsächlich an die Disney-Umsetzung. Ich weiß nicht mehr, wie es im Original war. Also bei Splash war das ganz anders. Ach, es klingt immer noch schief. Du hast einen Schlüssel gefunden. Schlüssel zur Hoteltreppe. Jetzt kommen wir hoch und können in unser Zimmer wahrscheinlich. Musikspiel noch weiter. Okay. Also, waiting for you. Wo sind wir denn hier? Ups. 312 war es doch, ne? 301, oder? Nee, 302. Nee, 312. 312? Ja, ja. Das ist aber vor dir. Aber stand da nicht dann, da stand doch drauf auf der Karte. Waiting ja, aber das ist jetzt eine
Also ja, aber du hast ja jetzt die Karte für die Mitarbeiter. Das wahrscheinlich hat die das überschrieben. Okay, wir gehen rein. Das ist also unser Zimmer hier, wo wir den erinnerungswürdigen Urlaub erlebt haben. Ein Fernsehgerät. Na, ja, wir haben ja was. Oh ja. Ach komm, der muss wahrscheinlich rechts nochmal in die. Nicht der, ja. Video, ach, Videogerät. Okay. Okay. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Isn't here.
sorry. Laut Chat sieht man auch in dem Video immer mehr, je nachdem, was man vorher alles sich erspielt hat. Dann haben wir uns aber nicht so viel erspielt, weil wir haben ja am Ende sehr viel Störbilden gesehen. Ja, also, ich muss sagen, als jemand, der natürlich alles dahinter kennt, habe ich das schon... weiß ich schon, was da gezeigt wurde, aber ich verstehe auch, dass du nicht so viel erkannt hast, ne? Irgendwie. Also man weiß im Grunde, sie ist todkrank gewesen und lag irgendwann auch so da nieder, offensichtlich. Du hast immerhin noch das offizielle Eingeständnis jetzt von ihm. Sie ist tot. Frau kann nicht hier sein, weil er hat sie umgebracht. Was soll denn heißen, er hat sie umgebracht? Er hat sie mit dem Kissen erstickt in ihrem Krankenbett. Ist das jetzt eine Vermutung? Das hat man ja nicht gesehen eben. Ja, das hat man jetzt nicht direkt gesehen. Man hat gesehen, wie er sich über sie beugt. Also wenn es so ist, ich weiß es auch nicht mehr zu 100% genau, wie das Videoband gewesen ist. Aber ich glaube, man sieht es auch ein bisschen deutlicher, dass er noch mal Kissen drauf hat. Man sieht es einmal ganz kurz angedeutet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du jetzt nicht ein bisschen gespoilert hast. Weil ich glaube, dass das erst später bewusst wird. Aber ja, er hat sie mit dem Kissen erstickt. Okay. Wahrscheinlich, um sie zu erlösen, nehme ich jetzt mal. Also auf mich wirkt es so. Er hat gedacht, ach, Corona, das dauert so ewig. Es ist viel Interpretationsspielraum natürlich. Es hängt auch ein bisschen davon ab, zu welchem Ende wir hinkommen. Aber das ist dann der Gegenstand von viel Diskussion, eben was James' Beweggründe sind und wie du ihn als Hauptcharakter sehen kannst oder nicht. Also hier oben war nichts mehr, ne? Und das ist auch mega interessant, weil man das normalerweise niemals beim ersten Mal durchspielen, glaube ich, sehen würde. Das volle Video. Also, weil man würde es normalerweise nicht, niemals beim ersten Mal durchspielen, alles so erkennen, was da passiert. Also hier hoch. Wo willst du jetzt eigentlich hin, Gregor? Ja, I'm coming, hat er gesagt. Guck mal, das Hotel sieht auch anders aus, habe ich das Gefühl. Stimmt, das ist jetzt auf einmal anders, ne? Ist auf einmal runtergekommen. Guck mal, da sind auch ganz andere Türen vermerkt. Bin ich nicht gerade hier entlang gegangen? Ich habe nicht genau drauf geachtet, auf welche Seite. Das ist schon komisch, ja. Da hinten liegen Sachen, ne? Ja. Okay, man wird auf jeden Fall noch mal ballern im Spiel, sonst hättest du jetzt keine Muni mehr gefunden. Guck mal, gerade eben war ich da, jetzt komme ich hier unten raus. Ah, okay. Okay. Du verlierst jetzt wahrscheinlich den Verstand endgültig. Das kann natürlich durchaus sein. So. 204 nochmal schauen. Okay, jetzt kommt 207 raus bei 204. Alrighty. So, also wir sind hier oben raus. Ja, da ist noch eine. 219 ist noch. Ja, aus der bin ich. Ich dachte, ich bin aus der 20 aus der rausgekommen gerade. Okay, ich komme aus der 220 raus, wenn ich in 219 reingehe. Okay. Dann hier. Nee, einen drunter. 212. Ja. Alright. 202 wieder. Also 212 ist nämlich jetzt hier zurück. Also 216 ist auch noch offen. 216 ist auch offen? Ja. Also ja, begehbar. Ja. Nope, nicht mehr. Hier komme ich raus, dann können wir zum Aufzug. Vielleicht. Wo liegt was?
Ja, ja. Ach da, Ampullen. Hä, wo liegen die denn? Die nicht gesehen. Auf dem Tisch waren sie drauf. Oh, was ist... Das ist nicht... Geiler Effekt. Da fließt irgendwas. Okay, ich... Nimmst du die Schrotflinte, ne? Nimmst du schön die Schrotflinte jetzt. Ja. Ach, geh doch einfach da raus. Da. Wir sind auf dem Boden. Verrückt. Ja, wenn das hier das richtige Hotel ist, in Anführungsstrichen, wo alles unter Wasser steht. Aber kann das richtig sein? Jetzt sind wir in der Bar. Da sind ja noch... Ah ja, da sind nur so... Ah nee, es sind keine Energy Drinks. Doch, doch, dann sind da rechts nochmal drei. Ah, sind nochmal drei, ja. Was? Wofür brauchen wir die nur noch alle? Gute Suppe. Bin gerne auch gleich wechseln, Fabian. Ach, mach du ruhig, Gregor. Ich guck auch gerne zu. Da liegt doch noch, genau. Boah, da muss ja noch ganz schön viel kommen, wenn man noch so viel Zeug jetzt findet. Ja, wenn du hier so viel findest, ja. Kein gutes Zeichen immer dafür, für einen entspannten Part jetzt. Okay. Treppe. Kurz vorhin gedacht, das wäre vielleicht schon das Ende in dem einen Zimmer, wo man das Video guckt. Jetzt brennt's auch noch. This is fine. Mama! Mama, I was looking for you. Now you're the only one left. Maybe then I can rest. You're not my mama. It's you. Oh, I'm sorry. Angela, no. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. No, don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. James, give me back that knife. Yeah. No, I won't. Saving it for yourself? Me? No, I'd never kill myself. Ach, so eine geile Synchro, ey. Das ist doch irgendwie geil. Die ist so komisch und so geil irgendwie. Das kannst du gar nicht besser neu machen. Ist das das Messer, was wir nicht angucken durften? Das Messer, was wir nicht benutzen durften. Ach so. Nee, das konntest du, glaube ich, gar nicht benutzen. It's hot as hell in here. You see it too.
For me, it's always like this. Boah, geil. Das ist auch so ein starker Satz, oder? Das ist der Satz des Spiels, kann man sagen. So in einem Nebensatz. Einfach. Krieg ich richtig Gänsehaut. Ja. Okay, wir kommen. Ganz wahrscheinlich gut, ne? Das ist ihre eigene Personal Hell. Ja, jeder sieht ein bisschen was anderes hier oder so, ne? Also. Was jetzt, wenn das Eingeständnis von James gekommen ist an der Stelle, ob ihm jetzt dadurch die Möglichkeit gegeben ist, auch zu sehen, was mit den anderen Leuten los ist. Na, ich glaube, wir sind eher an dem Punkt, dass er glaubt, dass die Frau tot ist, aber er hat noch nicht ganz die ganze Bandbreite dieser Geschichte erfasst. Weil die Geschichte um Angela drumherum, wir haben ja auch den Gegner, den Zwischenboss da gehabt. Da kann man auch viel Informationen sich rausklauben und sehen, was da passiert ist oder nicht passiert ist. Wir haben auch diesen einen Artikel gefunden, neben dem Boss da, wo es um den ermordeten Typen ging. Ja. In einem Familiendrama oder wie sie es bezeichnet haben. Okay, jetzt bin ich draußen. Außerhalb irgendwie, ja. Oh, da. Ah, okay. Ah, ja, genau. Okay. Vielleicht ist das ein besonders wichtiger Speicherpunkt. Müssen wir einen neuen mal speichern hier. Aha. Machst du das gerade? Nee. Mm-mm. Immer und immer wieder getötet. I was weak. That's why I needed you. Someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Vor gegen zwei gleichzeitig, geil. Mhm. Es ist nur schade, dass in der Mitte des Spiels so ein bisschen lange nichts passiert, storytechnisch. Aber an sich haben sie es schön geschafft, das so über die ganze Spielzeit zu strecken, dass man wirklich die Spannung bis zum Ende auch aufrechterhalten kann. Das schaffen sie auch nicht alle. Mhm. Das ist auch sehr viel Weg. Energie würde ich auf jeden Fall nehmen. Wir haben so viel. Okay, den hast du ganz gut getroffen. Okay, durch sie laufen ist keine gute Idee. Ein Schuss dann. Ich glaube, wir haben überhaupt nicht das Schwert benutzt, ne? Ja, ich habe es einmal equipped. Ich fühle mich da auch ein bisschen unwohl. Das war sehr langsam beim Schlagen. Ich glaube nicht, dass es was für uns ist. Okay, ich hätte nachladen sollen. Ein rein mechanisches ist alles natürlich keine Riesenherausforderung, ne? Ein bisschen weniger Sinn der Sache hier. Die haben eine große Reichweite. Boah, wo kommst du denn her? Oh oh.
Boah, das ist so. Man weiß immer schon genau, dass man gleich getroffen wird. Kommt schon der nächste, ey. Tja, das ist krass. Oh nein, vergessen. Jemand fragt es auch gerade, kann man die überhaupt töten mit irdischen Waffen? Okay, ich raff gerade, warum man vorher noch so viel Muni findet. Ja. Du kannst da sonst vielleicht aufgeschmissen sein an der Stelle. Aber könntest du die vielleicht... Könnte ich dran vorbeilaufen, meinst du? Nö, ich dachte mir, vielleicht musst du die mit dem großen Messer, vielleicht ist das quasi deren eigene Waffe und dann killt er sie besser oder so. Probieren wir noch ein bisschen, wir können ja nachher noch testen. Also man kann sie ja nicht töten in dem Sinne, man kann sie eigentlich nur vertreiben. So habe ich es zumindest verstanden. Wir noch beide unterwegs. So, eine und dann wechseln. Ja. Ach, ich dachte, ich hätte noch einen. Ja, aber ich glaube, wir müssen sie schon bekämpfen hier, wenn ich mich richtig erinnere. Tja. Meinst du, das ist die richtige Taktik, Gregor? Ja. Man hat sich noch nichts getan. Hat ihn jetzt auch zu lang gedauert. Das hat ihn zu lang gedauert. Das ist ja, ja, wie wenn ich bei einem Fußballspiel mich fühle. So fühle ich mich jedes Mal, wenn Deutschland denkst, gegen Portugal spielt. Wie lange ging das jetzt? 2 Stunden, 3 Stunden, ach, 7 ja. Minuten. Und dann noch Elfmeterschießen. Elfmeterstechen. Ja, das war krass. Da habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Es ist faszinierend, wie viel ich vergessen habe. Ich weiß, ich vergesse viel, aber ich habe ja wirklich sehr viel vergessen. Okay, du brauchst 2 Runde Vertiefung, 2 Sachen für die Vertiefung, würde ich sagen. Scheint etwas zu haben. Nein, rostfarbenes Ei. Klaust du jetzt jedem ein Ei? Ein rostfarbenes und ein scharlachrotes Ei hatten sie. Jeder hatte nur eins. Das ist eigentlich das Lustige daran. Jeder hatte nur eins. Mhm. Magst du nicht überdenken, dass er jetzt nochmal speichert? Das ist genau die richtige Methode. Ich wäre jetzt gleich weitergelaufen, dann stirbt man danach noch und dann ärgert man sich. Ey, aber jetzt mal, da ist doch eine Message drin. Dieses Vieh, es verfolgt dich, es hat diesen Kopf, es tötet sich selbst, du kriegst ein Ei, da ist doch so voll die Metapher drin. Ja, irgendwie schon. Wir können ja noch mal ein bisschen diskutieren, wenn wir die Erkenntnis haben. Vielleicht. Die Ei ist sowas wie die Erkenntnis. Weil er sich vorhin fortgepflanzt hat mit den Mannequins bei der Szene. Das ist ein Vater und Sohn gespannt. Pyramid Head und Co. Der wollte ihm nur beibringen, was er macht. Ist denn das bei Take Your Child to Job Day. Das ist immer so komisch, wenn man über so 20 Jahre alte Spiele spricht, aber ich wusste tatsächlich im Original nicht, dass am Ende jetzt überhaupt 2 davon auftauchen. Ich dachte, es gibt nur einen davon. Ich dachte auch, es gibt mich entzaubert das so ein bisschen. Ja, wer weiß, ob das immer der gleiche ist, ne? Das ist die gleiche für, oder? Ja. Boah, ich freue mich schon drauf, wie ich noch stundenlang bei Wikipedia und wo nachher Erklärungen zu der Story lesen werde. Da wirst du kein Ende finden, glaube ich. Ja, macht nichts. Da kannst du wirklich lange und immer wieder anders interpretieren auch. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusted. I don't deserve flowers. Between the Oh. Der redet da weiter. Gott, ich hab gedacht, es wäre abgestürzt. Dieser Fuß. Das ist die Ladezeit tatsächlich. War die schon immer da? Ja, die sehen wir nur selten, weil in der PC-Version lädt er nicht so lange. Deswegen. Der PS2 siehst du es häufiger. Was meint ihr? Diese Fußspuren, die wir da gerade gesehen haben. Was wäre denn jetzt noch gesagt worden eigentlich in dem Gespräch zwischen James und Mary? Ich dachte, die reden weiter. Ja, habe ich auch gedacht. Es ist auch komisch, dass man da zu schnell durchlaufen kann. Also
Also sie möchte keine Blumen, das habe ich jetzt mitgenommen aus dem Gespräch. Ja, Mary hat. Ich glaube sogar, wir haben jetzt. Sie fühlt sich nicht mehr schön nach der langen Krankheit. Ich glaube sogar, wir haben jetzt damit das Ende gerade verändert. Haben wir das? Dass Gregor zu schnell gelaufen ist? Ja. Meinst du? Ja. Oder spoilert wieder jemand im Chat? Nee, es ist auch laut Chat, es ist einer der Switches. When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Dann lieber weglaufen. Ja, wo ist sie denn? Geile Musik. Ja, das ist eigentlich nur noch verstörendes Geschrammel, ne? Das ist so richtig so, ah! Ich frage mich die ganze Zeit, was dieser Wurmfortsatz ist, ob das vielleicht... Blinddarm. Naja, ich wollte gerade an... Ein eher Gebärmutter hier. Ja, nochmal. Nabelschnur. Kind, ne? Wie heißt der Nabelschnur? Ne? Wir sind große Profis offensichtlich. Wir kennen uns aus mit der Fortpflanzung. Ja, wir, Gebärmutter-Nagelschnur. Die Gebärmutter-Nabel. Die Nabelschnur. Ich glaube, das ist die. Ich glaube, das hat damit was zu tun. Das ist alles so weird. Also, sie ist ein Auswuchs unseres Kopfes. Wir stellen uns Mary vor und haben diese Schuldkomplexe irgendwie verwandelt in Marie. Ja, wenn Silent Hill immer ein Ort ist, oder wenn du es so interpretieren willst, ein Ort, der Leute zu sich ruft, um quasi Sühne zu leisten, oder sie nochmal zu konfrontieren mit ihren Sachen. Ich meine, wenn James seine Frau umgebracht hat, weil sie ihm zu krank geworden ist und er ihr Leid beendet hat, ob aus Mitleid oder Selbstsucht. Auf jeden Fall noch einiges zum Verarbeiten hier. Auf jeden Fall. Ich glaube, in den Pyramid Heads, das ist auch nichts, was innerhalb des Spieles gesagt oder gezeigt ist. Wenn ich mich nicht irre, ist da James' Charaktermodell drunter. Unter den Pyramid Heads, unter der Mütze. Ernsthaft? Ja, und James ist auch die Figur, zumindest sein Modell müsste das sein, der im Hotel, da war ein Typ, der im Fernsehsessel gesessen hat, ne? Mit, ja. Ich glaube, das ist auch ein James-Modell, wenn ich mich nicht irre, aber da kann mich die Chat-Experten korrigieren. Die wissen das wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser. Ja, jemand sagt, gebt ihr den finalen Hit mit dem Riesenschwert. Was, da bin ich mir nicht sicher. Das auch wieder eine Veränderung bewirkt. Oh. Das kann sein. Das sind ganz viele. Das Schöne an dem Spiel ist ja gerade diese weirden Sachen, die guckt das Messer nicht an. Das Komische ist ja, dass wir jetzt ja eh schon offensichtlich ein paar Sachen nicht optimal gemacht haben. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn er auch seine Frau umgebracht hat, dann ist es auch egal, ob das ein gutes oder ein schlechtes Ende nimmt. Ich finde ihn nicht gerade super sympathisch. Na gut, ja, der Punkt ist ja, warum hat er sie umgebracht? Er hat sie ja im Grunde erlöst. Ja, aber es ist auch alles... Er hätte das aber natürlich sehr ambivalent irgendwie. Es wird ja nicht klar kommuniziert, dass er sie aus Mitleid oder aus Güte umgebracht hat. Und er scheint dasselbe ja auch nicht zu denken. Naja, aber ich meine, es ist ja so, dass sie offensichtlich krank ist und gelitten hat. Und ich glaube, dass er einfach für sich eine Entscheidung getroffen hat, die, und das ist, glaube ich, der Punkt, für ihn eine egoistische Entscheidung ist, die aber versucht hat zu verkaufen, sich selbst auch, als so eine Art Barmherzigkeitsgesetz. Das ist natürlich auch so. Aber in Wirklichkeit hat er nur keinen Bock gehabt. Der hatte längst Tickets, der hatte Tickets für... Tenacious D. So ein Abwehrmechanismus, ne, wo er sagt, nein, ich hab ihr einen Gefallen getan, statt das für mich.
Gregor, wir entlassen dich, aber wir tun dir einen Gefallen, weil so kannst du dich entwickeln. Wir tun das so, für dich. So wird wieder Zeit für dich frei. Gregor, wir werden dich nie entlassen, das weißt du, ne? Du wirst eher am Ende der Einzige, der Letzte sein, der den Laden mit dich... Ich mach das Licht hier aus. Du kriegst von mir den Schlüssel, kannst ihn schön ins Feuer werfen. Wollt ihr noch ein Silent-Hill-Let's Play sehen? Während die Kamera schon längst abgebaut ist und kein Strom mehr hier ist, am Fernseher ist kein Signal. Ist immer noch hier und macht Let's Plays, obwohl hier gar keine Technik mehr ist. Yeah. Wenn jemand ein Let's Play macht und keiner zuschaut, ist es dann dunkel im Wald? Nein, wie geht das Sprichwort? So ähnlich. Irgendwie so, ne? So, dann kill die doch jetzt mal. Die hält aber ganz schön was aus. Ja. Aber sie wehrt sich nicht so wie beim ersten Mal. Nicht so wie beim ersten Mal. Die haben das damals schon programmiert im Hinblick darauf, dass hier drei Leute sitzen und sich parallel unterhalten können, weil da auch nicht super viel passiert während des Kampfes, ne? Ach komm, beweg dich mal. Es war vielleicht auch nicht so geschickt, so eine Art von Gegner zu machen, wenn man so schwer nach oben zielen kann. Also einfach, wenn es ein... Es ist irgendwie, es funktioniert halt nicht so richtig. So. Alter. Nee, wie läuft's nochmal? So läuft's. Oh Gott, lauf, James, du dumme Sau. Ne, Viereck ist laufen. Das verstehe ich auch, warum er nicht läuft. Ich weiß ja, ob du eins der Enden, also es gibt schon einige, fünf oder so an der Zahl, ob du eins davon gut oder schlecht nennen kannst. Die sind alle jeweils immer anders. Das muss man eigentlich auch sagen. Es gibt vielleicht lange Enden und kürzere Enden, aber es gibt eigentlich kaum gute und schlechte. Hängt ein bisschen davon ab. Die Dinge, die passiert sind, sind ja passiert. Die ändern sich durch das Ende ja nicht. Mhm. Ja. Auch das Mädel mit diesem, da kannst du jetzt, wo du weißt, worum es geht, kannst du sicherlich dir bei diesem Mädel in dem brennenden Gebäude, die alles brennen sieht, du erinnerst dich, dass die ganz am Anfang vor diesem Brett mit dem Mensch drauf Angst hatte. Mit diesem, vor diesem Vergewaltiger-Brett. Ja. Anders kann ich es nicht nennen. Und das hat natürlich auch, ist Teil ihrer Backstory. Mhm. Und so hat jeder so ein bisschen eine Backstory, die man auch, sich dann so erarbeiten kann. Auch Eddie zum Beispiel, ne? Eddie habe ich aber nie so ganz verstanden, was der eigentlich repräsentieren soll. Na, Eddie ist einfach hier so, also wir haben ja schon mitbekommen, dass was er, Problem ist, meine ich. Er hat dann irgendwann, ist er übergeschnappt und hat den Spaß am Erschießen gefunden, ne? Ja, so richtig klassisch Psychopath, kann man fast sagen, ne? Du hast ja auch immer gehört, was er für Sachen dann gesagt hat. Und irgendwann ist der auf eine Mordserie gegangen. Steckst du jetzt gerade in so einem Schmetterlingsloop fest? Ja. Geht ihr mal weg hier? Kann ich doch nichts für. Ach komm. Die hält aber auch aus. Oh, ich bräuchte wahrscheinlich. Ich glaube, die einzige Person, die du hier wahrscheinlich als unschuldig per se bezeichnen kannst, ist eventuell Laura, das Kind. Das wollte ich gerade fragen, was mit dem eigentlich ist. Weil sie, für sie existiert das, was wir alle sehen, anscheinend nicht. No, sondern sie kann sich ganz normal bewegen, da waren auch keine Monster, die... Ja, ja, für sie ist einfach nur, sie ist nur alleine in der Stadt, so. Ja, genau. Ja, aber wie ist sie da hingekommen? Das ist ja auch wieder der Punkt. Du kommst da ja nicht ohne Grund hin. Ja, ja. Eventuell können Parts der Story natürlich stimmen, falls eine real existierende Person ist, ne, wenn sie mit Mary tatsächlich im Krankenhaus gewesen ist. Weil so kennen sich die beiden ja. Du meinst, dass sie aus dem Krankenhaus auch kommt? Ja, oder genau, wo sie Mary dann nochmal sehen wollte, weil sie sich im Krankenhaus angefreundet haben. Na, du hast recht, stimmt. Weil Mary, Laura ist ja irgendwann mal gesund geworden, aber Mary weiter im Krankenhaus und dann ist das wohl alles passiert. Vor 3 Jahren eigentlich mit James. So, was geht denn jetzt hier? Ach komm. Soll ich fast die normale Pistole benutzen statt das Ding hier? Das. Ah, da sagt auch jemand, 3 Gräber gefunden für James, Eddie und Angela, aber keins für Laura. Und keins für Maria. Stimmt. Weil die beide vielleicht so gar nicht existieren. Unten im Gefängnisfriedhof. Wo das nicht verdient haben, sagen wir so. Stimmt, da sind wir ja reingestiegen ins Grab. Oh. Fuck, stimmt, ne? Ja. Jetzt müssen wir nämlich alles nochmal machen. History repeating sozusagen. Kann man da auch anders reagieren jetzt? Am Ende glaube ich nicht mehr, wenn du schon mal so weit bist, aber. Hast du ein Kissen dabei? Ah, Mary. Wir hätten das Schwert nehmen sollen.
James. Alter. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? Oh, ich hab Gänsehaut. James. Please. Please do something for me. Go on with your life. Boah, das ist alles so heftig eigentlich. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Brief von ihr. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world.
We had some wonderful years together. Well, this letter has gone on too long. So, I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I'm so sorry for what I did to you. Did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Stimmung. Da ist wow. Der Abspann. Ich weiß jetzt nicht, ob danach noch was kommt. Oder ein krasses Ende auf jeden Fall. Also auch, man kann eben viel über die Synchro sagen, aber gerade der letzte Part, ich weiß jetzt nicht, wie der mit der neuen Synchro ist von den Remastern, aber... Ey, das will ich nicht anders. Das will ich nicht anders. Oh. Ja, also ich meine, wir haben kurz darüber gesprochen, der Chat hat es dann nochmal ausgewählt, dass da wird seit 20 Jahren drüber diskutiert, was bedeutet was, welcher Satz wird auf welche Goldware gelegt, wie ist das, was kann man noch Geheimes finden oder nicht Geheimes finden. Ich kenne wenige Spiele, die so viel Diskussionsstoff bieten, ne, und immer noch nicht auserzählt sind. Ja, allein, dass das so weird designed ist, dass im Spiel unklare Entscheidungen am Ende massive Auswirkungen haben, das alleine finde ich so cool, weil es noch mehr dazu beiträgt, dass man den Dingen immer einen anderen Wert zuteilt, als es das Spiel tut. Ein Messer ist halt nicht nur ein Messer. Eine Figur kann immer auch eine andere Figur sein. Der Antagonist bist vielleicht selbst du und so weiter und so fort. Das ist super gut. Wollen wir kurz über die anderen Enden quatschen? Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal von vorne anfangen und die anderen Sachen das Beispiel. Nee, ich bin wirklich emotional echt an einem Punkt, wo ich möchte nach Hause gehen, meine Freundin in den Arm nehmen. und ich muss das erstmal auch ein bisschen wieder verarbeiten für mich. Ich bin da echt ein bisschen. Ja, Spaß und Stimmung hier am Nachmittag, Richtung Abend bei Rocket Beans TV. Weil was wir hier gerade gesehen haben, ich weiß, das müsste das Leaf-Ende sein oder aus der Stadt rausgehen. Es gibt auch noch andere Varianten, wie es ausgehen kann. Mit dem Messer anschauen, bestimmte, weiß nicht, ob es jetzt mit dem das ganz große Messer gemeint ist oder das kleine. Ja, dieses Gefühl, Gespräch was anhören, scheint wichtig zu sein. Ich weiß, beim ersten Mal habe ich eins bekommen, ich weiß nicht, wo er mit dem ins Auto gestiegen ist und ins Wasser gefahren ist, um sich zu ertränken. Das müsste ich gekriegt haben. Es gibt naja, auch noch eins, wo du, das Water-Ending, ne? Wo du auch mit Maria dann entkommst, sozusagen, dass du also quasi mit der Wiedergeburt. Genau. Was bedeutet das denn? Also ich meine, was bedeutet das auch für ihn? Ist er, ja, hat er quasi Buße getan? Das Ding mit Maria ist nochmal extra krasser, weil sobald du dann mit ihr quasi dann wieder losfahren wirst, auf einmal fängt die an zu husten. No, und fuck von you. Wegen von da aus, ey, wirklich, du bist erneut auf den Weg geschickt. Hasst ihr Frauen? Seien wir doch mal ehrlich, habt ihr ein Problem mit Frauenspielen?
Nee, ich verstehe, also das ist echt ganz schön asozial. Weniger gegen Frau, es ist weniger gegen James, glaube ich, dann eher dann. Die mögen einfach keine Sonne, mögen keine fröhlichen Menschen. Es ist nicht das Spiel, um alles dann sauber quasi so zu verknoten und sagen, ich habe hier alles erreicht und ich habe Buße getan und so. Aber die beiden Enden, die du jetzt beschreibst, klingen ja eher fast noch negativer als das, was man hier jetzt eben. Das ist fast schon das Entspannteste, glaube ich, würde ich fast sagen, wenn wir einfach jetzt so weggegangen sind. Das ist das normale Ende. Das Ende, was man kriegen soll. Ja. Es gibt natürlich auch noch, das fantastische Hundeende. Ja. Ich weiß nicht, hat die Regie einen Laptop vielleicht da oder so, wo sie was einspielen können, weil es ist nicht, dass wir es jetzt nochmal, da hätte man tausend andere Sachen es machen müssen. Es wäre schon schön. Ne? Aber muss man Silent Hill 2 und Dog Ending. Weil jedes Silent Hill hat so sein Spezialende nochmal. Ich finde auch, dass es deswegen so toll ist, weil es so ein bisschen alles karikiert, ein bisschen persifliert. Man ist also nicht mehr ganz, ist einen emotional nicht mehr dann ganz so hart trifft, weil man irgendwie merkt, okay, es ist trotz allem ja auch ein bisschen Quatsch. Es gibt ein UFO-Ende, es gibt ein Hund-Ende. Oder ist Hund und UFO dasselbe? Das ist das gleiche. Ist dasselbe Ende, ne? Ja. Sozusagen, mal gucken, wir kommen noch was. Boah, ich wusste, es ist halt Landung hier. Ich find's halt echt hart, weil es am Ende dann doch sehr nah an jeden eigentlich, an jeden rankommt. Weil das sind Sachen, die können jedem passieren. Man verbindet es automatisch mit Leuten, die man liebt und überträgt das. Und dann funktioniert es auch empathisch und emotional. Mhm. Lass uns mal gucken hier. Also wir haben oder vier Enden. Vielleicht ist das fünfte dann das Geheime. Ich glaube, das fünfte ist geheim, ja. 22 Objekte, Feind durch Schießen geschlagen, Feind durch Kampf geschlagen. Ah, das Treten am Ende, ne? Schiffabschnittszeit, geht nochmal schneller. Schiffshöchstgeschwindigkeit, gut, dass das gezählt wird. Ihr Rang, 5,5 von 10? Weiß man nicht genau. Oder einen von 5. Oder vielleicht 5,5 von 5. Es kann auch sein. Einen halben von 5. Wir können uns gerne entscheiden, was wir weitermachen wollen. Also es gäbe noch den DLC, der hier mit drauf ist, der ist aber in so etwa eine Stunde 10 oder so. Ich weiß nicht, ob wir den noch angehen. Der ist ganz interessant, gerade wenn man es einmal durchgespürt, weil da spielt man Maria und sieht, wie das zustande gekommen ist, bevor wir sie treffen. Im Spiel. Das fände ich jetzt gar nicht so uninteressant, weil ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, aber das überlassen wir auch den Leuten. Ja, ihr könnt euch gerne mal in den Comments mal austoben. Ja. Ansonsten, es war mir ein Vergnügen, in Anführungsstrichen, es hat mir Spaß gemacht, mit euch das zu spielen, aber das Spiel ist immer dann wieder ein Trip. Das Ende war auf jeden Fall ein komischer Downer, den ich mir jetzt so auf dem Montag, späten Nachmittag nicht unbedingt vorgestellt hätte. Downer hätte ich morgen erwartet beim Deutschlandspiel. Aber das stimmt, das wäre noch angenehmer gewesen. Es ist nicht, ich meine, macht das Ende es nicht erst wirklich rund? Ist ja, nicht erst diese letzten 2 Minuten, ey. Boah. Das Ende verleiht dem Spiel auf jeden Fall noch mal eine tiefere Wirkung, dass ich jetzt auch noch mehr, also es bleibt mir auf jeden Fall stärker im Gedächtnis. Ich werde auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen dazu nachlesen, zu Sachen, die ich vielleicht noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Zur damaligen Zeit war es auch nicht, es war nicht der allergrößte Erfolg, also weder kritikertechnisch noch verkaufstechnisch. Deshalb ist man für den dritten Teil wieder zur Story vom ersten zurückgegangen, um sie abzuschließen. Mhm. Weil man wieder was Vertrauteres haben wollte. Ja, da. Das Hundeende. Das ist Hundeende. Der Schieber. Wenn wir da was hören, können wir was hören? Auf jeden Fall, ja, du erkennst da ein Hund ist. So it was all your work. It was a dog. All along. Du hast die ganzen Geschicke gelenkt in Silent Hill. Kennt ihr in the Internet, nobody knows you're a dog. Naja, immer ein bisschen lieber. Ja, jedes Silent Hill hat auf jeden Fall so ein verrücktes UFO. Warum hat da noch keiner was draus gemacht und quasi Elon Musk auf sein Gesicht gemacht und irgendwo ein Meme? Oder? Nee, auch nicht auf den Hund, auf ihn. Ach, sind wir jetzt wieder bei irgendwelcher Krypto-Sachen? So? Ja, weil er auch so ein Dusch. So. Ich sag doch, ey, das ist Popkultur. Das stimmt. Okay, ja, wenn ihr nichts weiter, wir können uns ja auch noch erstmal eine Woche dann alles sacken lassen und dann gucken wir mal. Gucken mal, was wir nächste Woche hier dann machen. Da wir können im Forum nochmal dazu schreiben, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Bis dahin, vielen Dank euch fürs Zusehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile haben wir jetzt gespielt? 4, 5? 4 oder so, ja. Ich glaube 4. Würde ich sagen. Passt eigentlich. Dann nächsten Montag wieder, ne? Jetzt gibt's voll das krasse Kontrastprogramm, habe ich gehört, nämlich Bild Unschön mit Nils und Sophia. Die malen irgendwas aus dem Gedächtnis und es soll sehr lustig werden. Also genau das Gegenteil.